Gude, ich erzähle euch heute mal die Weihnachtsgeschichte. Der Kaiser Augustus hatte mal alle Leute zählen lassen wollen. Das war, glaube ich, in der Zeit, in der der Serenius Stadthalter in Syrien war. Und jeder hat sich dann dort zählen lassen, wo er gewohnt hat. Der Josef natürlich auch. Der hat in Nazareth gewohnt und muss deswegen extra nach Bethlehem, da wird der ganze Weg. Also ist er dann zusammen mit seiner Frau, der Maria, dahin. Die Maria war allerdings schwanger dort damals. Unterwegs ging's mit der Geburt los. Und die arme Maria musste das Kindchen in dem Stall auf die Welt bringen, weil sie echt nichts anderes gefunden habe. Es war gesund Bubsche. Dann habe sie das Bobbelche Schee in Winnele eingepackt und in so ein Futterkrib im Stall neu gelegt. Da hat es dann gelegen wie innere Wiesch. In der Nähe von der Hütte waren ein paar Hütte auf der Welt. Und auf einmal ist denen ein Engel erschienen. Hört auf zu bibbern, guckt mal. Ich habe euch doch eine freudige Nachricht zu überbringen. Da wird er gleich Arme machen. Euch ist nämlich der Heiland geboren worden, der Christus. Gelde guckte. Den könnt ihr übrigens in so einer Krippe finden, hier in der Nähe. Herrje, und dann war da was los. Da sind da noch mehr Engel erschienen und da habe die himmlische Heerschar gejubelt und getobt und gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter. Und als dann haben sich die Hirte nicht länger lumpen lassen und sind losgezogen nach Bethlehem. Also gezogen nach Bethlehem. Und da haben sie dann gesehen, tatsächlich, da war die Maria mit dem Kleinen in der Krippe in dem Stall. Der Hirte hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als die Geschichte mit dem, was der Engel da erzählt hat, gleich überall und jedem weiter zu erzählen, der es nicht wissen wollte. Und die Leute haben sich gewundert dort drüber, aber die Maria hat es einfach angehört und in ihrem Herzen behalten. Dort noch sind die Hirte wieder abgezogen. Aber sie habe die ganze Zeit den Herrn gelobt und gepriesen und überhaupt alles, was sie gehört und gesehen habe. Echo Online wünscht frohe Weihnachten!